Hallo, guten Morgen. Ja, das ist ein Morgenvideo hier aus Sardinien für euch. Und zwar möchte ich den Tag damit starten, mit euch über Geld zu reden. Weil Geld ist so ein großes Triggerthema und deswegen beeinflusst es unser Leben so stark. Und das ist auch eigentlich per se gar kein Problem. Jedoch möchte ich halt Geld dazu bringen, dass es mein Leben in der Art und Weise beeinflusst, wie ich es haben will. So kann ich Geld dazu nützen, um mich zu unterstützen, die Dinge zu bekommen, die ich haben möchte. Und zwar nicht nur im tatsächlichen Sinne, ja klar, ich brauche Geld, damit ich die Sachen kaufen kann, die ich haben möchte. Nein, ich meine, meine Einstellung zu Geld, das, was Geld für mich bedeutet, dazu zu nutzen, um die Person zu werden, die alle Möglichkeiten hat, die allen Reichtum hat, die keine Einschränkungen hat, die sich immer sicher und unterstützt fühlt. Und das ist ja unser natürlicher Zustand. Das ist unser göttlicher Zustand. Das ist unser wahrer Zustand. Das ist der Zustand, wenn wir die oder der sind, die wir wirklich sind. Und Geld war immer schon ein Machtinstrument. Ein Machtinstrument, weil wir all unseren Vorstellungen über Geld, all unseren Geschichten über Geld so eine große Macht gegeben haben. Und wenn wir das jetzt dazu nutzen, diese Macht, die wir outgepusht haben, die wir scheinbar abgegeben haben an eine Idee, an eine Vorstellung von Geld, wieder zu uns zurückholen und das genauso Menschen mit den Gesetzen der Schöpfung, mit den Gesetzen, wie sie auch oft genannt werden, des Universums, mit den göttlichen Gesetzen. Und das Wichtigste ist, dass du nie vergisst, dass deine Gedanken kreieren. Deine Gedanken kreieren. Es sind deine Gedanken. Deine Gedanken sind der Anfangspunkt von allem. Und der Eindruck ist oft ein ganz, ganz anderer. Der Eindruck ist, dass deine Gefühle kreieren. Oder der Eindruck ist, dass das Außen einen Einfluss, einen kreativen Einfluss auf dein Leben hat. Oder dass sonst irgendwelche Menschen da draußen gar noch einen Einfluss auf dein Leben haben. Aber das ist nicht so. Es ist einzig und allein sind es die Gedanken. Die Gedanken sind der Ursprung der Schöpfung. Und alles andere folgt daraus. Und wenn du jetzt diesen Gedanken hegst, ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Und wenn du jetzt hier nicht aktiv ich bin reich wirklich für dich als Wahrheit annimmst, dann ist es natürlich so, dass eine ganze Rattenschwanz an Gedanken sich entwickeln, wie so ein Blödsinn, ich bin ja gar nicht reich, ich will ja gar nicht reich sein. Reiche Leute sind blöd, schau doch mal die Reichen an, die sind alle unglücklich und so weiter und so fort. Du kennst es ja. So, und jetzt machen wir das mal anders, so dass es wirklich funktioniert und so, dass es dir wirklich Geld und eben auch Reichtum kreiert. Und wenn du jetzt hier bist und zuhörst und denkst, ich will doch gar nicht reich sein, was ist das für ein blödes Geschwätz und immer das Geld und so weiter, dann ist es natürlich so, dass du noch in einem Zustand bist, wo du das für dich noch nicht bereinigt hast, wo du für dich noch nicht klar hast, dass Fülle die einzige Wahrheit ist, die für uns herrscht, dass Verknappung eine riesengroße Lüge ist, dass es nicht wahr ist, dass irgendetwas in eine Verknappung kommt,
Im Gegenteil, alles ist in Fülle. Alles ist aus der Fülle heraus zu kreieren, wenn du Fülle kreierst. Wenn du Fülle bist, wenn du weißt, wer du wirklich bist, dann weißt du, dass wir in einem unendlichen Universum leben und nicht Verknappung eine Lüge ist. Egal in welchem Bereich und egal in welche Richtung. Und so ist auch Verknappung in Richtung Geld eine Lüge. Nur, wenn du die Lüge leben möchtest, dass Geld für dich knapp ist oder irgendwelche anderen Ressourcen, irgendwelche anderen Zustände, dann kannst du das weiterhin so für dich in deinem Universum kreieren. Aber ich sage dir nur eins, nichts ist knapp. Alles ist in Fülle, in unendlicher Fülle hier. Und jetzt sind wir trotzdem weiterhin beim Thema Geld. Ich werde noch Videos machen zu anderen Themen, die uns betreffen in unserem Leben. Und es funktioniert für jedes Thema auf die gleiche Art und Weise. Deine Wahrheit ist wahrhaftig. Deine innere Wahrheit, deine innere gedankliche Wahrheit ist das, was du im Außen erfährst. So, und wenn du jetzt wieder sagst, ich bin reich, wenn du denkst, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Und zwar nicht, ich bin reich, weil, sondern ich bin reich, weil ich es bin. Ich bin reich. Und ich muss keinen Abgleich im Außen machen, wenn ich diesen Gedanken, wenn ich diesen kreativen Gedanken denke. Muss ich keinen Abgleich im Außen machen, sondern ich muss einfach diese Wahrheit sprechen. Die Susi spricht ganz viel über Wort sprechen, à la Florence Govichin. Und hier geht es genau auch um das. Ich bin reich. Ich bin reich. Das ist mein Zustand. Das ist mein wahrer Zustand. Ich bin reich. Und damit ich das nicht wieder mit kontragerichteten Gedanken, nee, stimmt ja nicht, schau mal auf mein Bankkonto, schau mal hier, schau mal da, dann muss ich mir einen Denkprozess aneignen, der immer wieder bestätigt, dass ich reich bin, weil meine Gedanken kreieren, deine Gedanken kreieren. Es sind eigentlich nur die Gedanken, die kreieren. Nicht nur eigentlich, sondern es sind die Gedanken, die kreieren. Weil der Gedanke ist aller Anfang. Das Wort ist aller Anfang. Aber das innere Wort heißt nun mal in unserer Sprache Gedanke. Also kreieren meine Gedanken. Und deswegen, wenn ich sage, ich bin reich, was bedeutet das für mich? Wie sehe ich die Welt? Und da geht es darum, dass du an alles, was du sonst wahrnimmst, wenn es dir jetzt hier um dieses Thema Reichtum geht, diese Ursprungsbasis-Klarheit, Wahrheit setzt, ich bin reich. Nun, wenn ich reich bin, mache ich mir keine Sorgen um Geld. Das ist der nächste Gedanke. Ich mache mir keine Sorgen um Geld. Ich bin reich. Ich mache mir keine Sorgen um Geld. Ich bin reich. Ich kann mir kaufen, was ich will. Ich bin reich. Ich kann mir alles ermöglichen in diesem Leben. Ich bin reich. Ich habe keine Angst vor Rechnungen. Ich bin reich. Ich bezahle die Dinge, die zu bezahlen sind. Ich bin reich. Geld kommt aus unendlichen Quellen zu mir. Ich bin reich. Ich habe permanent Geld, das zu mir kommt. Geld geht hinein und hinaus. Wieder atmen. Ich bin reich. Geld ist eigentlich für mich kein Thema. Ich bin reich. Ich mache mir um Geld keine Sorgen. Ich bin reich. Ich mache mir um Geld keine Gedanken. Ich bin reich. Ja, was betrifft dich noch? Was sind sonst noch deine Sorgen?
vielleicht, ich bin reich. Jeder liebt mich, weil ich reich bin. Ich bin reich. Es ist kein Ausschlusskriterium mehr da. Ich bin reich. Ich bin in meinem Reichtum komplett anerkannt und angenommen. Ich bin reich. Ich bin reich und geliebt. Ich bin reich und geliebt. Ich bin nicht geliebt, weil ich reich bin. Nein, ich bin reich und geliebt. Und so ist es einfach wichtig, dass wenn du sagst, ich bin reich, dass hier jede anderen Gedanken, die auf dieser Basis und alle anderen Rückschlüsse, die du auf dieser Basis triffst, das unterstützen, dass es gut ist, dass du reich bist. Ich bin reich und ich bin glücklich. Ich bin reich und es ist gut. Ich bin reich und es kreiert mir Liebe. Ich bin reich, es kreiert mir Anerkennung. Ich bin reich und es kreiert mir Sicherheit. Ja, merkst du was? Es ist so, so wichtig, dass du hier in deinem Kopf diese Disziplin aufbringst, dass alles dem zuträglich ist, dass du reich bist. Und alle anderen Gedanken, die dem entgegenstehen, die darfst du natürlich auch nicht mehr glauben, nicht mehr unterhalten. Wie zum Beispiel häufig, ich bin reich, aber es kann von jetzt auf nachher anders sein. Nein, dann musst du das ersetzen. Ich bin reich und ich bin für immer reicher. Reichtum ist mein Geburtsrecht. Ich bin reich geboren und ich werde reich durch diese Welt gehen und ich gehe reich durch diese Welt. Reichtum an Geld ist genau dasselbe wie Reichtum an Liebe. Du musst dich, wenn du wirklich genug Geld haben möchtest, dass du reich bist, reich. Ich finde das ein richtig großartiges Wort. Wenn du ein Problem damit hast, mach es in Ordnung, bring dieses Wort für dich in Ordnung, bring alle Perspektiven dahin, dass du dieses Wort lieben kannst, dass du erkennst, dass wenn du sagst, ich bin reich, dass du es dann heißt, ich bin geliebt, dass es heißt, ich bin schön, ich bin gut, ich bin richtig, ich bin perfekt, so dass du den ganzen Tag im Hinterkopf hast, ich bin ja reich. Ich bin ja reich an Liebe. Ich bin ja so reich an Geld. Ich bin reich. Ich erfahre keine Einschränkungen. Ich bin reich. Ich bin geschützt und sorglos. All das, was du willst, musst du zuerst denken. Und wenn du immer wieder wiederholt Dinge denkst, die du nicht willst, dann wirst du sie in dein Leben manifestieren und kreieren. Es ist so wichtig, dass du dieses Bewusstsein in dir wieder erwächst und den ganzen anderen Bullshit aufhörst zu denken. All diese Bewertungen, die Dinge kreieren, die du nicht haben möchtest, musst du loslassen. Es ist kein leichter Prozess. Weil wir sind durch einen langen Prozess der Konditionierung von Gedanken gegangen in unserem Leben. Und die haben nun mal dieses Leben, was wir jetzt erleben, was wir jetzt sehen, was wir jetzt beurteilen, haben die erschaffen. Aber in dem genau dem gleichen Prozess, Reverse Engineering, können wir andere Dinge erschaffen, die so viel Freude bereiten, die so viel Schönheit bereiten, die so viel Fülle bereiten, die so viel Leichtigkeit bereiten und die so viel Lebendigkeit bereiten. Es ist so, so wichtig. Ja, dieses Video möchte ich abschließen mit einer Erinnerung daran, dass meine liebe Mentorin Rima heute Abend ein gratis Coaching genau zu diesem Thema Geld bringt. Um dir aufzuzeigen, wo du da noch auf dem Holzweg bist, um da aufzuzeigen, wie vielleicht unbewusste Glaubenssätze und Überzeugungen dich genau daran halten, reich zu sein, Geld zu haben
Und nochmal, es geht nicht um Geld, Reichtum im Sinne von Geld alleine. Es geht um diesen krassen, unendlichen Reichtum, unsere Macht, unsere Kraft, unsere Schöpferkraft. Und die darin zu beweisen, dass wir reich sind, auch an Geld. Und das outpushen und hier als geldreiche, finanziell reiche, gesegnete Person uns erlauben, über diesen Erdball zu laufen, weil es unser Geburtsrecht ist. Darum geht es. Und wenn dich das immer noch abstößt, denke bitte daran, dass es wichtig ist, dass du das bereinigst, weil es stößt dir nicht nur Geld ab, sondern es stößt dir komplett jegliche Abundance, jegliche Fülle ab. Du verwehrst Fülle an Liebe, du verwehrst Fülle an Sicherheit, du verwehrst Fülle an Rückendeckung, an Unterstützung. Du verwehrst dem Leben, für dich da zu sein. Du verwehrst deine wahre Größe, wenn du dieses Geldthema nicht in die richtige Energie bringst. Wenn du dich trennst von Fülle, egal aus welchem Grund, bist du getrennt von deiner Wahrheit, bist du getrennt von deinem wahren Seinszustand, bist du getrennt von deiner kreativen Energie, weil du dich abtrennst. Das hat so einen riesengroßen Einfluss. Es kann nicht sein, dass du Fülle verweigerst, weil das Allermeiste, was du willst, ist Fülle an Liebe, Fülle an Anerkennung, Fülle an Wertschätzung. Und dann musst du zuerst all das anerkennen, egal in welchem Bereich. Die Wertschätzung des Geldes anerkennen, die Fülle des Geldes anerkennen, die unterstützende Wirkung des Geldes anerkennen, die dich liebende Wirkung des Geldes anerkennen. Verstehst du? Also, ich bin hier in meinem Kanal, in meiner Facebook-Gruppe, um dich immer wieder daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dass du aus diesem Wissen, aus diesem Seinszustand alles heilen, manifestieren und kreieren kannst. Alles ist da, alles steht dir zur Verfügung. Du musst nur zur Verfügung stehen für all diese wunderbaren Dinge. Mach dich auf den Weg, mach dich auf die Reise. Komm heute Abend in Rimas Gratis-Coaching, 20 Uhr. Ich werde hier unten noch den Link posten unter dieses Video, auf YouTube in der Beschreibung, in Facebook unter die Kommentare. Bitte hinterlass mir ein Like, hinterlasse mir ein Abo für meinen Kanal, weil du bekommst hier permanent wunderbare Tipps, weil es geht darum, dass du sie umsetzt und dass du ein Lifestyle und eine Routine eines Schöpfers, eines Kreators, eines Manifestors aktiv und bewusst einnimmst, weil du bist es nun mal. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Du bist reich. Und das ist auch gut so. Du bist reich, du bist schön, du bist geliebt. Reichtum ist dein Geburtsrecht.